Und wir sind online. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt am Muttertag, am Sonntag. Klaus und Icke, wir sind immer am Schindern, ne Klaus? Egal, Sonntag, Muttertag, wir sind da, um den Leuten was über die wissenschaftliche Auswertung von Corona zu erzählen heute wieder. Wir hatten ja letztes Mal leider technische Probleme und jetzt hoffe ich, dass das heute gut läuft. Wir zeichnen gleichzeitig auch auf. Das heißt, wir werden, wenn es nicht gut läuft, es auf jeden Fall im Nachgang hochladen ohne irgendwelche Störungen. Aber ich hoffe, dass wir heute ohne Störungen durchkommen. Klaus, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich hoffe auch, dass es ohne Störungen diesmal vonstatten geht. Ja, wir haben das Internet hoch und runter getestet. Ich bin guter Dinge. Das ich auch. Wir werden so ein bisschen wiederholen, was du uns letztes Mal erzählt hast, aber auch wieder was Neues dabei, weil es hat sich ja schon wieder vieles getan. So ist es. Wir haben ja immer wieder neue, wie soll man das nennen, neue Einschätzungen oder neue Faktoren, an denen der Lockdown festgemacht wird. Und da kannst du uns heute ein bisschen was erzählen zu diesem ominösen R. Ich bin noch nicht so wirklich im Bilde, also ich lerne heute auch wirklich was dazu. Was nee, das R hatte ich letztes Mal schon. Heute ist die Obergrenze dran. Stimmt, aber eher im Verhältnis zur Obergrenze hatten wir letztes Mal noch nicht. Ja. Hast du die Schiffe wieder dabei auch? Nochmal? Ich habe auch die Schiffe dabei, in verkürzter Form, die sind dabei. Ja gut, weil das fand ich sehr einleuchtend und ich meine, wir sind ja jetzt in einer sehr, sehr speziellen Situation, sage ich mal. Einerseits große Freude im letzten Live-Seminar, was ich mit den Schweden hatte und mit Martin Kalpein, kam ja während des Seminars die überraschende Nachricht, dass NRW Montag schon öffnen darf. Mhm. Aber an der Stelle, solange noch viele zuschauen jetzt gleich am Anfang und viele vielleicht mal kurz reinklicken, wir haben natürlich jetzt eine brutal interessante Zeit oder eine große Bewährungsprobe vor uns, sage ich mal. Weil ich glaube, wir sind als Fitnessbranche extrem in einer Sippenhaft, nenne ich es mal so. Und ich glaube, dass wir extrem beäugt werden jetzt. Und ich hoffe, dass alle Studiobetreiber alles in ihrer Möglichkeiten und in ihren Möglichkeiten tun, wirklich diesen Anforderungen so gerecht zu werden und vor allem auch mit Menschenverstand ranzugehen, dass wir möglichst keine Ansteckungsfälle in Studios haben oder möglichst wenig. Weil ich muss an der Stelle sagen, in Japan leider haben wir das so erlebt, die waren immer so mein Leuchtturm, wo ich gesagt habe, schaut, die Japaner durften schon wieder aufmachen. Und die haben sie mittlerweile ja wieder geschlossen, weil sie dort eben in Japan Ansteckungsketten in den Fitnessstudios nachgewiesen haben wollen. Und da haben sie quasi alles auf Null zurück, alle Studios wieder zu. Meine japanischen Kunden und Distributoren sind gerade echt verzweifelt. Deshalb auch Appell von mir, gab die Tage ja schon mal vom Frank ein, vom Just Fit, dass bitte alle sich dran halten und alle wirklich das Möglichste tun, dass wir keine Ansteckung in den Fitnessstudios haben. Und natürlich die Kehrseite auch Baden-Württemberg, zum Teil Thüringen und auch Bayern sieht noch gar nicht so sehr nach Öffnung aus. Also von dem her, es bleibt spannend. Es bleibt spannend und was auch immer nach Pfingsten bedeutet und. Ja, aber wollen wir darüber nicht tot diskutieren? Wollte ich nur gesagt haben, dass wir wirklich jetzt, glaube ich, als Branche extrem schauen müssen, dass wir da alles so in unseren Möglichkeiten machen. Ich glaube, wir können besser als andere Branchen Hygiene einhalten und hoffen, dass wir das auch tun. Und da geht es wirklich gar nicht darum, was wir selber glauben oder nicht glauben, sondern da sollten wir jetzt wirklich intensivst den Behörden nachkommen, einfach um da nicht Angriffsfläche zu geben. Wollen wir es mal so nennen? Ja, da, zum einen das, zum anderen hoffe ich ja, dass Laschet beim Wort zu nehmen ist. Er sagte, wir müssen lokal und von Fall zu Fall schauen. Lars eben von Sippenhaft gesprochen. Und das wäre das Schlimmste, was passieren könnte, wenn einer aus der Branche da vollkommen aus dem Ruder läuft und dann die Sippenhaft dazu führt, dass alle Gesundheitsstudios geschlossen werden. Wir dürfen selbst die Qualität innerhalb der Studios ist ja extremst heterogen. Und insofern, es ist nicht das Fitnessstudio, sondern es ist immer das individuelle Fitnessstudio. Absolut. So, aber natürlich werden die uns alle trotzdem gemeinsam verhaften, wenn einer irgendwie was. Und ich möchte nicht derjenige sein, auch das, ne? Der als Fitnessstudio, wo der mit dem Finger drauf gezeigt wird, der hat es verkackt. Ja. Ich glaube, den zünden die anderen an. Naja, so weit sind wir noch nicht. Kuckucksklan ist hier auch noch nicht so ganz weit verbreitet. Insofern, das wird nicht passieren, aber ich möchte es auch nicht sein. Nee. Und es liegt letztendlich auch nicht komplett in unserer Hand. Das ist auch klar.
Soll ich mal starten? Ja, ich würde sagen, du startest mal und dann gehen wir ein bisschen in Diskussion rein. Okay. Und ich schaue parallel ein bisschen mit rein, was so in den sozialen Medien los ist. Ich glaube, bis jetzt ist unser Ton gut. Gut. Bis jetzt höre ich. Hat sich noch keiner beschwert, meins. Der Adam ist auch wieder da. Ich habe jetzt nur vergessen, was der Adam das letzte Mal gefragt hat. Adam, hör doch noch mal zu. Der hatte nämlich eine Frage. Der Adam ist selber Wissenschaftler und sehr im Corona-Thema drin und schreibt sehr viel. Dann kann er dir jetzt ja erstmal zuhören und wenn er dann noch Fragen hat, kritische oder wie auch immer, dann kann er die ja nochmal drunter ballern. Ja, dafür haben wir die Diskussion, natürlich. Eben, klar. Dafür sind wir ja da. Und du kannst mich auch jederzeit unterbrechen während des Vortrags, wenn irgendwas Interessantes reinkommt. Ja, vielleicht, das mache ich vielleicht heute tatsächlich mal so. Mach das. Dass ich dich zwischendrin mal unterbreche und Fragen stelle, weil ich habe letztes Mal gemerkt, dass ich zum Schluss Fragen wieder vergessen hatte, die ich irgendwo mal zwischendrin hatte. Und deshalb machen wir das heute wieder, glaube ich, ein bisschen dynamischer. Machen wir. Also wunder dich nicht, wenn ich dich zwischendrin mal irgendwo schon mal unterbreche. Okay, dann steigen wir rein. Also Thema ist vom R-Faktor zur Obergrenze 50 von 100.000, die neue rote Linie. Das war in den Badischen Nachrichten. Corona, neue Grenze für Beschränkungen liegt bei 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner am 6. Mai. Stimmt natürlich nicht komplett, weil da fehlt eine Dimension, der Faktor Zeit. Es ist definiert innerhalb von 7 Tagen, wobei diese 7 Tage immer sukzessive weiterlaufen. Auch das ist eigentlich nicht die Wahrheit. Frei nach Günter, Jötz und Jürgen, das sind WDR-Comedians, klingt interessant, ist es aber nicht, so sahen die das. Und in dem Fall klingt eindeutig, ist es aber nicht, weil ehrlicher wäre zu sagen, 50 erkannte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen. Und diese schöne Zahl ist sehr stark abhängig davon, wie hoch die Anzahl der Tests ist. Das ist noch die einfachste Variable. Der Struktur des Testgebietes und der Einwohnerzahl der Gemeinde. Und das möchte ich im Nachgang ein bisschen illustrieren. Abhängigkeit von der Anzahl der Tests als erstes. Wir gehen davon aus, wir haben ca. 10% Infizierte und Infektionen sind gleichmäßig verteilt. Alle grünen Punkte sind nicht Infizierte, die roten sind die Infizierten. Und das ist unser Flächenbild. Und dann machen wir jetzt mal 10 Tests und dann haben wir halt einen erwischt. Wenn wir doppelt so viel testen, haben wir entweder doppelt so viel, statistische Mittel oder dreifach so viel. Auf jeden Fall im statistischen Mittel eine höhere Fallzahl. Das heißt, wenn das lokale Ordnungsamt viel testet, ist die Zahl der Neuinfizierten höher, natürlich selbstverständlich, als wenn wenig getestet wird. Deswegen wäre es eigentlich besser zu sagen, Neuinfektionen pro Anzahl der getesteten Personen. Abhängigkeit von der Struktur des Testgebietes. Wir nehmen wieder die 10% Infizierten. Die Infektionen sind aber jetzt ungleichmäßig verteilt. Dann haben wir ein solches Bildchen. Und links oben hier, da meinetwegen ist da ein Betrieb oder ein Seniorenheim, irgendwas. Und jetzt wird zufällig dort getestet. Dann habe ich eine hohe Anzahl pro 100.000, wenn ich das, wird ja immer hochgerechnet. Und wenn ich doch testen würde, habe ich gar keinen. Oder ich habe vielleicht mal einen. Also hängt es auch davon ab, wo, wenn du jetzt im Bereich Fitnessstudio bleibst, innerhalb der Gemeinde es irgendwelche potenziellen Hotspots gibt. Und das letzte, Abhängigkeit von der Einwohnerzahl der Gemeinde. Wir gehen mal von einem Dorf aus mit 1.000 Einwohnern und wir haben 4 Infizierte. Und das ist auch wieder ein Betrieb oder ein Seniorenheim, was auch immer. Und zufällig wird dort getestet. Und wenn dann 4 positiv wären auf 1.000 Einwohner, dann würde das extrapoliert und ergäbe 400 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Und dann wurde alles zugemacht. Die gleiche Situation in einer Stadt mit 150.000 Einwohnern
Wir haben insgesamt 60 Infizierte, irgendwas. Wir testen die gleiche Gruppe. Da sind wir nicht bei 400 pro 100.000, sondern dann sind wir bei 2,79 Infektionen pro 100.000 Einwohnern. Also eine extreme Abhängigkeit davon, wo in welchem Umfeld das Fitnessstudio steht oder auch was auch immer. Was wissen wir überhaupt vom bisherigen Infektionsgeschehen? Und da überschlugen sich auch die Ereignisse. Die Heinsberg-Studie wurde vorgestellt und dann kam dann direkt: Heinsberg-Studie enthält Rechenfehler. Virus-Dunkelziffer nicht haltbar. Am 7.5. Ein zentrales Ergebnis der Heinsberg-Studie im deutschen Corona-Epizentrum war die präzisere Berechnung der Dunkelziffer. Doch einem Bericht zufolge ist die Zahl von 1,8 Millionen Infizierten nicht haltbar. Sogar ein an der Studie selbst beteiligter Wissenschaftler räumt den Rechenfehler ein. Man muss ja auch nicht allzu viel Fantasie haben, um von, ich glaube, 919 in Heinsberg untersuchten Personen, wenn man da extrapoliert auf 82 Millionen Einwohner innerhalb Deutschlands, dass da eine unglaubliche Unschärfe drin ist. Was ich auch nicht verstehe: die Heinsberg-Studie ist gut, aber warum bleibt sie nicht deskriptiv und fängt dann an, aus ihren mehr oder weniger kleinen Fallzahlen die Welt erklären zu wollen? Ein lieber Kollege von mir, auch ein Physiologe, der in Grazer, hat mal gesagt: Ja, Mai, da gibt es mir 10 Konstanten, da bastel ich dir einen Elefanten. Und so ähnlich wurde jetzt diese Dunkelziffer aus diesen 919 extrapoliert. Jetzt kommen die zwei Schiffe, von denen du schon gesprochen hast. Das sind unfreiwillige Feldversuche zu SARS-CoV-2. Lass mich mal einmal kurz einhaken. Aber sicher. Und zwar, was ja spannend war für mich auch zu sehen, dass jetzt direkt nach den Lockerungen eigentlich der Spanier dann in die Presse ist und gesagt hat: Wir testen jetzt viel, viel mehr. Ja. Also man hat ja direkt mit den Lockerungen gesagt, wenn es wieder schlimmer wird, dann machen wir wieder zu. Und im selben Atemzug hat man gesagt: Jetzt fangen wir an, mehr zu testen. Und dann kam sofort bei mir auch der Gedanke auf: Naja, dann ist ja naheliegend, wenn wir jetzt viel, viel mehr testen, dass dann auch wieder mehr Infizierte auf dem Schirm sind, ne? Also genau, das so fand ich schon ein Schelm, der Böses dabei denkt. Also ich will ja hier immer gar nicht irgendwie politisch da die große Meinung vertreten. Aber auffällig war es schon, finde ich. Also mich hat skeptisch gemacht, was da jetzt dahinter steckt. Wollen wir es mal so nennen. Ja, ich gebe dir vollkommen recht. Und ich habe ja gerade versucht, jedem klarzumachen, dass natürlich mit einer erhöhten Anzahl von Tests auch selbstverständlich eine höhere Anzahl von Infektionen zu demonstrieren ist. Und immer wieder die ehrliche Aussage wäre: Wie viele Infizierte erwische ich bei welchen Testzahlen? Also Quotient, Infizierte, Neuinfizierte dividiert durch die Anzahl der Tests. Aber das, vielleicht ist das für einige zu schwierig, einen Quotient zu bilden. Ja, aber jetzt habe ich hier gerade, sehe ich hier gerade, dass ich glaube, wir haben wieder ein Übertragungsproblem bei Facebook und Co. Aber wir machen einfach weiter, weil die Aufnahme läuft und dann stelle ich es halt nachher online und dann ist halt so. Dann haben wir halt nicht die Fragen, aber es sieht schon wieder irgendwie danach aus, als vielleicht hat die Politik da was eingebaut. Immer wenn wir politkritisch reden, dann... Nein, also jetzt wollen wir nicht zu den Verschwörungstheorien aber ja. Es ist irgendwie echt, ja. Aber ja, wir quatschen jetzt einfach weiter. Gut. Und es ist halt so, dann... aber das wollte ich gerade nochmal, also da ist schon so, ne, wenn man halt mehr testet, hast du automatisch irgendwie andere Ergebnisse und du hast ja gerade schön dargelegt, dass halt einfach diese Tests ja immer, ähnlich wie die Heinsberg-Studie auch, immer halt nur einen kleinen Ausschnitt von irgendwas zeigen und immer, wenn ich was dann hochpoliere, ist es halt immer mit großer Fehlerquote. So ist es. Okay. So, zurück zu den Schiffen. Das waren nämlich die zwei unfreiwilligen Feldversuche. Auf der einen Seite ein Flugzeugträger der Amerikaner, die Roosevelt. Und auf der anderen Seite Diamond Princess, ein Luxusliner, mit dem man so schöne Touren machen kann. Ich hatte es im letzten Mal recht ausführlich gemacht. Ich mache es jetzt schnell im Vergleich der beiden Schiffe. Wir haben immerhin über 4.600 Personen, auf der anderen Seite über 3.700 Personen, die getestet wurden, die auf dem Schiff waren. Also eine vollständige Population jeweils. Nicht infiziert, 86%.
beim Flugzeugträger 81, also fast die gleiche Größenordnung beim Kreuzfahrtschiff. Und das Spannende ist, die Heinsberg-Studie hat 84% Nicht-Infizierte. Also liegen die alle sehr eng zusammen. Infiziert und symptomfrei waren dann von den 4.640 9% und 11% auf dem Kreuzfahrtschiff. Symptomatisch 5% und 8%. Also alles vergleichbare Zahlen. Nur der große Unterschied war die Anzahl der Verstorbenen auf dem Flugzeugträger, wo durchgehend jüngere, fitte Leute an Bord sind. 0,02% auf die Gesamtcrew und 0,19, also ein Faktor 10 höher auf dem Kreuzfahrtschiff. Und wenn man das auf den Prozentsatz der Infizierten dann überträgt, sind wir in der gleichen Größenordnung. Also schon ein deutlich höherer Faktor am Kreuzfahrtschiff. Schaut man sich dann die Detailanalyse des Kreuzfahrtschiffes an, da sieht man, bis zum zarten Alter von 20 Jahren sind es doch sehr wenige. Und der Peak der Altersstruktur liegt bei 60 bis 80 Jahren. Und man erkennt auch sehr schön, dass die Anzahl der Infizierten prozentual auf die jeweilige Altersgruppe ansteigt mit zunehmendem Alter. Und letztendlich schaut man sich an, wer wird davon symptomatisch, wer wird nicht symptomatisch und wer verstirbt. Dann sieht man, fangen wir mit dem letzten an. Bei 70- bis 79-Jährigen waren es 6 Verstorbene und einer in der Gruppe der 80- bis 89-Jährigen. Und man sieht, dass die Symptomatiken in Relation zu den Nicht-Symptomatischen allmählich zu Seiten der ohne Symptomatik mit zunehmendem Alter ansteigt. Das liegt einfach daran, dass die Immunantwort mit zunehmendem Alter schwächer wird und deswegen keine Symptome zu erkennen sind. Denn die Symptome werden nicht vom Virus gemacht, sondern von unserem Immunsystem. Jüngere Leute haben ein sensibleres Immunsystem und reagieren entsprechend auch häufiger, werden dann auch symptomatischer. Und wenn in der älteren Altersgruppe dann eine Superinfektion durchläuft, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines sehr schweren bis fatalen Falles natürlich groß. Schaut man sich an, wie ist die Altersverteilung der SARS-CoV-2 mit SARS-CoV-2 Verstorbenen in Deutschland? Ob sie daran verstorben sind, sei mal dahingestellt. Dann sieht man, der Peak, und zwar die Todesfälle in Prozent der Gesamttoten, liegt ganz klar im Bereich 80 bis 89 und bis zu der Altersgruppe der 40-Jährigen, die mit 0,5% dabei sind, gibt es eigentlich im Vorfeld so gut wie niemanden. Die Männer sind stärker betroffen, das ist durchgehend durch alle Publikationen zu finden. Und bevor ich auf die Seniorenheime komme, es gibt einen kleinen Hinweis für mich, warum die Männer eher betroffen sein könnten. Wir haben den Pathologen in Hamburg sehr viel Wissen zu verdanken. Und eines davon ist, dass ein nicht unerheblicher Teil der mit SARS-CoV-2 Verstorbenen Lungenembolien hatten, also Thrombosen entwickelt haben, die sich dann in den Lungen festsetzen und dann zur Nichtdurchblutung kleiner oder größerer Lungenareale führt. Und das ist natürlich eine fatale Situation. Und zum Thrombose, allein schon aufgrund der höheren Anzahl von roten Blutkörperchen neigen Männer eher als Frauen. Das könnte ein Grund sein, warum Männer daran versterben. Da würde ich auch gerade noch mal ganz kurz einhaken. Das ist ja tatsächlich auch wirklich eine neue Erkenntnis, ne, dass es teilweise eben gar nicht so diese Lungenentzündungsthematik war, sondern wie du sagst, eigentlich eine multiple, der Thorsten Albers hatte die Tage auch mal was Spannendes drüber geschrieben, sondern wirklich eine Vielzahl von winzigen Embolien eigentlich, die da abgelaufen sind, ne? Ob die winzig sind, genaue Informationen dazu habe ich nicht. Wenn sich ein großer Thrombus in eine große Lungenvene einsetzt, dann ist es schon lebensgefährlich und dann hilft auch kein Beatmen, kein künstliches Beatmen mehr. Mhm. Und da hätte man tatsächlich, was ja auch jetzt diskutiert wird, mit einer konsequenten Heparinversorge, hätte man da zumindest die Embolietoten verhindern können. Mhm.
Aber kriegen nicht normal Intensivpatienten zumindest mal in einer gewissen Dosis standardmäßig Blutverdünner? Eigentlich schon, ne? Du kriegst ja eigentlich, also wenn ich mich zurückerinnere, gut, ich hatte eine Hirnblutung, eine subdurale, da wäre das jetzt kontraproduktiv gewesen. Aber vollkommen. Aber normalerweise ist doch so intensivmedizinisch das ist eigentlich ein Standard, weil du ja nicht aufstehst, weil du liegst und so weiter. Hätte man dann das dann höher dosieren müssen oder weißt du auch nicht so im Detail, ne? Ich habe absolut keine Ahnung, wie hoch dosiert wird und ob überhaupt konsequent Heparin gegeben wird. Das weiß ich nicht. Aber das hatte ich die Tage auch gelesen, dass eben man ja immer ausgegangen ist von diesem Fibrosieren und von diesem typischen Lungenentzündungsprozess, aber dass eben diese, ich meine, dass der Thorsten so beschrieben hat, sehr viele kleine Trompen, die dann halt in Summe so fatal gewirkt haben. Aber gut, okay. Okay. Spannend jetzt, auf jeden Fall. Ja, gehen wir weiter und auch vom RKI jetzt im O-Ton, es wird weiterhin von Covid-19-bedingten Ausbrüchen in Alters- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern berichtet. In einigen dieser Ausbrüche ist die Zahl der Verstorbenen vergleichsweise hoch. Vergleichsweise hoch hört sich so ein, ja, fast verniedlichend an. Ich habe eine neue Folie dazu gebastelt. Ich habe mir zunächst mal angeguckt, gibt es große Unterschiede zwischen Italien und Deutschland in der Altersstruktur der Todesfälle? Und ich würde sagen, nein. Italien hat vielleicht einen höheren Anteil der 70- bis 79-Jährigen. Was bis 69 passiert, ist nahezu identisch. Aber im Großen sehen die Kurven ja sehr ähnlich aus. Und wenn man sich anschaut, wie viele der Verstorbenen aus Altenpflegeeinrichtungen kommen, da sind es für Deutschland, laut Angabe der des RKI, 33%. Und aus Italien habe ich die Datei unten, HTTPS und so weiter, könnt ihr nachlesen, wird es auf 53% angegeben. Also dort jeder zweite Tote in Italien war ein Pflegeheimbewohner. Und das ist natürlich fürchterlich. An der Stelle wieder die zwei Fragen, die mich am meisten bewegen und immer noch bewegen. Woraus resultiert diese monozentrische politische Konzentration auf SARS-CoV-2? Und wie sieht das gesellschaftliche Umfeld aus, in dem wir zukünftig leben? Zum Ersten. Stand heute, 14 Uhr, danach habe ich tatsächlich nicht mehr erneuert, nach Johns Hopkins. Wir haben 279.609 Personen, die mit SARS-CoV-2 verstorben sind, weltweit. In der großpolitischen Lage geschah und geschieht aber nichts Merkliches, weil weltweit jährlich, und jetzt kommen ein paar erschütternde Vergleichszahlen, 5 Millionen verhungerten Kindern in den Entwicklungsländern. Wo ist der Shutdown? Wo ist der Stop? Wir müssen irgendetwas ändern, aber das können wir nicht zulassen. 2,8 Millionen Toten durch Übergewicht und Fettleibigkeit in den sogenannten entwickelten Ländern. Auch da passiert nichts. Da wird auch niemand zum Zwangshungern verurteilt. 800.000 Selbstmordtoten und letztendlich 585.000 Drogentoten. Alles jährlich. Ich habe keine Antwort, warum SARS-CoV-2 plötzlich so den Blick auf alles andere, was auf dieser Welt nicht sauber läuft, verzogen hat, aber man sollte darüber nachdenken. Eine extreme Uniformität des medialen Umgangs mit dem gesamten Umfeld SARS-CoV-2 führte zum frühen Verstummen kritischer Stimmen bezüglich eingeleiteter Maßnahmen. Auch das ist bis jetzt, Stand heute, durchgehend zu sehen. Und da braucht man keinen Verschwörungstheoretiker zu. Ich habe eine kleine persönliche Anekdote dazu. Es gab im Kölner Stadtanzeiger, ich wohne und lebe in Köln, Frechen, aber ist direkt daneben, ein Interview mit Ranga Yogeshwar, kollektive Verdrängung wäre jetzt das Schlimmste. Und dann im O-Ton, dann reden wir in Deutschland von möglicherweise 400.000 Tote und der Bezug war die Lockerung. Daraufhin habe ich einen offenen Brief von mir an Ranga Yogeshwar persönlich und an den Kölner Stadtanzeiger mit der Bitte um Veröffentlichung am 30.04. geschickt.
Und ich möchte daraus nur einen kleinen Auszug machen, um zu zeigen, wie weit die 400.000 von der Realität entfernt sind. Ich habe einiges andere geschrieben und dann kommt zum Schluss. In der aktuellen Situation ist es sicherlich nicht hilfreich, mögliche medizinische Risiken herunterzuspielen und die Lage als unkritisch darzustellen. Genauso wenig hilfreich ist das unreflektierte Angstmachen mit Horrorszenarien. Sie sprechen, also Jan Garoliczwa, von 400.000 möglichen Toten durch das Virus bei einer Letalität von 0,8% der Infizierten. Vorausgesetzt, die 0,8% wären gegeben. Wenn mich das kleine Einmaleins nicht im Stich lässt, gehen Sie von 50 Millionen Infizierten aus. 50 Millionen von 82 Millionen. Um die Rechnung noch absurder zu machen, wenn alle in Deutschland infiziert wären, würden 100% der Toten irgendwann mit einer durchlebten SARS-CoV-2-Infektion versterben. Und dann hätten wir eine Statistik, 100% der Menschen sterben mit SARS-CoV-2. Dieser offene Brief wurde und wird wahrscheinlich auch nicht publiziert. Aus meiner Sicht war der Lockdown unnötig. Ich kann es verstehen, in der Akutsituation, man hätte aber ein größeres Feld von Experten zu Rate ziehen müssen, nicht nur Virologen. Auf jeden Fall hat dieser Lockdown neben einer dramatischen ökonomischen Katastrophe ein Ziel mit Sicherheit erreicht. Auch das kann man täglich im Umfeld erleben. Viele Menschen ängstigen sich vor dem Kontakt mit anderen Menschen. Und dann gibt es, wenn man das Ganze googelt, wenn man Angst, Kontakt mit Menschen, Corona eingibt, mehrere Seiten, psychologische Beratungsstelle Stuttgart, Corona-Quarantäne, was hilft gegen Angst und Einsamkeit und so weiter und so fort. Also ein psychologisches Moment ist da, ein großes psychologisches Moment ist da mit drin. Aus meiner Sicht hat sich in den letzten Wochen die Gesellschaft in Lockdown-Anhängern und Gegnern vollständig gespalten. Und auch die Lockerungen, die jetzt eintreten, werden dieses Spannungsfeld nicht bestenfalls nur sehr träge entschärfen. Und dieser Riss, der trifft Freundes-, Bekanntenkreise bis hin zu Familien. Dieser Satz, wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen, das ist in dieser Absolutheit nicht richtig. Stammt natürlich nicht von mir, sondern von Schäuble im letzten Monat. Und man muss einfach überlegen, Leben um jeden Preis, ist es das, was wir als Gesellschaft wollen? Oder wollen wir abwägen, Leben, ja, aber mit Lebensqualität? Und ich habe da ein drastisches Beispiel mitgebracht. Aus dem ADAC kann man, unten steht die Adresse, im Jahr 2019 wurden über 3000 Personen im Straßenverkehr getötet. Und trotzdem wurde der Straßenverkehr nicht verboten. Wir können sagen, okay, wir gehen alle zu Fuß. Dann gibt es diese 3059 Toten nicht. Aber aufgrund der Lebensqualität entscheiden wir uns für dieses Risiko. Das war aber noch viel schlimmer. Das hat mich selber gewundert. Wenn man dann mal reinschaut, wie sah es denn in der Spitze aus in den 70er, 80er Jahren, also 1970, 1980, dann waren wir über 20.000 Tote jährlich. Keiner hat gesagt, jetzt müssen wir aber den Straßenverkehr um Gottes Willen verbieten. Wir können den Tod hinauszögern. Wir können einem sterbenskranken Menschen an alle möglichen Apparate hängen. Da lebt er vielleicht nur ein, zwei, drei, vier Wochen, vielleicht ein halbes Jahr. Aber ist das etwas, was es wert ist? Oder wollen wir einem Sterbenden ermöglichen, einen würdevollen Lebensabschied zu bekommen im Kreise seiner Familie? Wollen wir das Händeschütteln als ein Relikt aus dem letzten Jahrtausend, was jetzt selbstverständlich nicht mehr gemacht wird, abtun? Wollen wir Umarmungen bei 1,5 Meter Mindestabstand? Ist es schwierig? Ich komme da nicht dran mit meinen Armen. Wollen wir die auch weglassen?
Wollen wir zum Schutze der hochbetagten Menschen diese Menschen isolieren? Zum Glück darf man ja wieder in Seniorenheime rein. Wollen wir Sterbende isoliert sterben lassen oder wollen wir es ihnen ermöglichen, im Kreise ihrer Lieben zu versterben? Möglichst ohne Gerät und vielleicht sogar noch in der Lage, etwas zu sagen. Wollen wir gemeinsame kulturelle Veranstaltungen? Wollen wir Musik? Wollen wir Theater? Wollen wir Sport? Oder wollen wir alles auf 20 Personen oder willkürliche Zahl, wie die meisten Zahlen willkürlich sind, begrenzen? Wollen wir die freie Ortswahl? Oder soll mir eine App sagen, du gehst jetzt von A nach B auf dem Weg XY und nirgendwo anders? Und das Ganze lässt sich immer weiterspielen. Letztendlich ist die Frage, wollen wir eine überwachende Distanzgesellschaft oder wollen wir eine individuell verantwortliche Sozialgemeinschaft? Und zu dem individuell sozial Verantwortlichen zähle ich auch, was mache ich mit mir? Und wie groß ist das, was ich erzeuge, ein Risiko für die Gemeinschaft? Am 17.04., ist das schon ein bisschen älter, gab es in NTV die Nachricht, hoher BMI, also Body Mass Index, führt zu schweren Verläufen. Und der Hintergrund dieser Aussage war eine Studie von französischen Kollegen, übersetzt mal den Titel kurz, hohe Prävalenz an Fettleibigkeit bei SARS-CoV-2-Erkrankten, die eine invasive mechanische Beatmung benötigen. Eine invasive mechanische Beatmung ist etwas, von der man sich extrem schlecht, wenn überhaupt, erholt, während eine nicht-invasive mechanische Beatmung eigentlich sehr gut durchlebt wird. Und das Bild, was ihr eben gesehen habt, war eine nicht-invasive mechanische Beatmung. Und wenn man intubiert, egal in welcher Form, dann spricht man von einer invasiven mechanischen Beatmung. Die Risikofaktoren, die sich aus dieser Studie ergaben, ist einmal mit einer Univariantenanalyse und einmal mit einer Multivariantenanalyse untersucht. Und Odds Ratio ist das Verhältnis, wenn wir bei Männern bleiben, Männer in Relation zu Frauen. Diabetes in Relation zu Nicht-Diabetikern. Und ein Odds Ratio von 1 heißt, das Risiko ist auf beiden Seiten gleich verteilt. Und alles, was größer 1 wird, ist dann das Risiko größer bei den hier erwähnten Risikofaktoren. Und ihr müsst jetzt nicht durch alle Zahlen gehen. Ihr seht, Männer haben ja, wenn wir univariant bleiben, 1,5-fach höheres Risiko. Das ist aber nicht signifikant. Und jetzt gehen wir mal zum Body Mass Index über. Das ist von 25 bis 30 auch noch nicht signifikant und wird auf der höchsten Stufe beim BMI größer 35 signifikant. Und die haben ein 6,75-fach höheres Risiko als die mit einem Body Mass Index kleiner 25. Jetzt ist der Body Mass Index noch ein relativ unscharfer Parameter, weil da geht ja nicht drauf ein, habe ich Muskulatur oder habe ich Fett. Das Risiko ist natürlich nicht bei denen gegeben, der einen hohen BMI hat aufgrund dessen, dass er krafttrainiert ist, sondern es sind diejenigen, die fettleibig sind. Daher kommt auch diese zunächst mal relativ nicht signifikanten Daten. Auf jeden Fall, je höher der Body Mass Index im statistischen Mittel, so höher ist das Risiko. Was sagt das Robert-Koch-Institut? Informationen und Hilfestellungen für Personen. Stand der 23.03. Ich habe noch keinen neueren Stand gefunden. Und dann steht Personengruppen, die nach bisherigen Erkenntnissen ein höheres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben. Da wird aufgeführt, ältere Menschen ab 50 bis 60 Jahre stetig ansteigend. Da werden Menschen mit unterdrücktem Immunsystem angegeben, vollkommen richtig. Natürlich, wie alles andere auch richtig ist, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, Lebererkrankungen, Nierenerkrankungen, Diabetes und letztendlich Karzinome. Ihr seht sofort, was fehlt, was gar nicht erwähnt wird, ist Fettleibigkeit. Und deswegen, wenn berichtet wird, ja, es versterben Menschen ohne Risikofaktor, würde ich mal sehen, wie viele davon sind unter Umständen adipös.
Und ich würde mich freuen, wenn das RKI Adipositas aufgrund der Studienlage auch als Risikofaktor einstufen würde. Letztendlich können wir zusammenfassen. Ich habe eine Werbung von einem Fitnessstudio, flatterte bei mir ins Haus, da steht drin, Training stärkt das Immunsystem. Also jetzt alle zum Training, weil das Immunsystem gestärkt wird. Ja, kann man machen. Aber wir haben viel mehr Argumente. Also jemand, der einem anderen klar machen will, tu was für deine Gesundheit, indem du trainierst, dann ist das bezogen auf SARS-CoV-2 wie auch bei vielen anderen Risikofaktoren für Gesundheit klar. Denn durch ein regelmäßiges körperliches Training werden die eben genannten Risikofaktoren für einen schweren Covid-19-Verlauf reduziert. Natürlich nicht Karzinome, das wollen wir mal, also Krebs, das wollen wir mal ausklammern. Dazu kommt, zumindest in meinem Umfeld höre ich immer wieder, oh, ich sitze so lange bei mir zu Hause, muss nicht aufstehen, ich kriege Rückenschmerzen. Auch das können wir durch ein Training reduzieren, das haben wir schon gezeigt. Und viele andere auch. Und letztendlich wird die Leistungsfähigkeit in Beruf und Freizeit erhöht. Also mir ist, bleibt es nicht klar, warum man nicht Training als Medikament ansieht und von Anfang an versucht hat, jedem Sport zu ermöglichen. Es ist nun mal ein Fakt, natürlich kann ich draußen trainieren, aber viele trainieren lieber in einem Fitnessstudio und trainieren draußen entsprechend dann nicht. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, den ich habe. Du hast es schon angesprochen, Wiedereröffnung der Fitnessstudios. Und beim DSSV kann man wunderbar nachlesen, wer wann öffnet. Bayern, der Söder macht ja alles ordentlicher als andere. Keine Öffnung für Juni. Er hat es, glaube ich, nicht ganz verstanden. Und dann ich als Umfeld von Köln lebender, wir dürfen morgen. Und wahrscheinlich wissen einige, die mir jetzt gerade zuhören und zusehen, wir haben in Köln ein sogenanntes Trainingszentrum. Das ist ein Zentrum, in dem wir einen Altersdurchschnitt von 67 Jahren haben, der Mitglieder, und in dem viele Patienten trainieren. Und ich habe einfach meinen Hygieneplan aufgestellt, der konform geht mit dem, was in NRW, zum Glück gibt es ja schon Unterlagen von NRW, einige Länder haben noch gar nichts rausgegeben, gegeben ist. Das ist jetzt unser Plan, möglichst den Mindestabstand immer einhalten. 3 Personen in der Umkleide, das ist bei uns recht übersichtlich, weil wir auch nicht auf Masse, sondern wir haben relativ überschaubaren Klientenkreis. Wir haben durchnummerierte Spinde und der Spind, der einmal genutzt wurde, wird durchgestrichen und wird dann nicht mehr genutzt und abends wird alles komplett desinfiziert. Wir sagen, welche Geräte genutzt werden dürfen. Selbstverständlich Handgriffe und Kleingeräte unmittelbar nach Nutzung desinfizieren. Wir stellen entsprechende Desinfektionsmittel in großen Anzahlen zur Verfügung. Und wir haben, das ist natürlich raumabhängig, wir haben Kraft- und Ausdauerbereich, eine Kapazität, wenn man, wie NRW es vorgibt, 7 Quadratmeter annimmt, dann sind wir mehr als gut aufgestellt mit 20 Personen, die sich gleichzeitig dort aufhalten. Wir haben noch im Kleingerätebereich isoliert, da können 6 Personen hin und im Kursraum können 11 Personen. So haben wir das Ding aufgestellt. Damit bin ich auch für heute wieder durch. Gehe jetzt wieder raus und dann seht ihr mich wieder. Das war's von meiner Seite. Wir sind wieder da, Klaus. Wir sind übrigens auch zwischendurch wieder online gegangen tatsächlich. Sehr schön. Eine Frage, die reinkam, ich meine, es ist immer, damit habe ich schon fast gerechnet, ist ja immer ein bisschen schwierig, solche Vergleichszahlen irgendwie reinzuwerfen. Ne? Also es ist ja immer, wenn man dann auf andere Tote aus irgendeinem Grund XY zeigt, immer ein bisschen schwierig, macht immer ein bisschen Diskussionsgrundlage, sage ich jetzt mal so. Nein, man muss aber anfangen. Also wichtig ist vor allen Dingen die Anzahl der Leute, die versterben. Ja. Das ist ja, ich meine, in einer Gesellschaft, jeder einzelne Tote ist eine Tragödie. Für den persönlichen sowieso und für sein persönliches Umfeld, ja. Aber als Gesellschaft
muss man auch mit Statistiken arbeiten. Und wenn man dann ein vollkommenes Ungleichgewicht hat, dann stimmt irgendetwas nicht in unserem Denken. Ganz einfach. Ich muss ja schon auch zugeben, dass mich skeptisch macht, wenn halt Regierungen plötzlich, mal egal warum, anfangen, so sehr auf Gesundheit zu gucken. Dabei ist ihnen vorher völlig Latte. Also sei es das Rauchen, sei es der Alkohol, sei es Übergewicht, also Zucker, Lebensmittelindustrie, was die machen darf oder nicht machen darf, interessiert keine Sau. Pflegepersonal wird schlecht bezahlt, die Alten interessieren keinen Menschen. Wenn man die letzten Jahre zurückschaut, nichts wurde unternommen, die schlechten Bedingungen, die wir alle wissen, jeder von uns, also ich als Physio habe Praktikum gemacht in allen möglichen Einrichtungen, Psychiatrie, Altenheime, Geriatrie, schützende Stationen, auf den katastrophale Verhältnisse seit Jahren. Es interessiert kein Schwein. Und plötzlich kommt dieser Virus um die Ecke und die ganze Welt dreht am Rad. Also ich bin kein Wissenschaftler, ich kann nicht einschätzen, wie ich glaube auch, dass der gefährlich ist. Also es ist gar nicht, dass ich jetzt sage, den gibt es nicht oder irgendwas. Nicht falsch verstehen. Nur ich wundere mich extrem, warum plötzlich so ein Interesse besteht, alles runterzuholen, um uns alle und die Alten zu retten. Also ob es dann selber eine Angst ist bei den Politikern, weil sie sich selber in der Risiko, also dass sie selber Angst haben, was zu kriegen oder ein Profilierungsthema ist oder, ich weiß es nicht, aber skeptisch macht es mich, weil einfach bis dato sich kein Mensch, und da kann ich aus erster Reihe mitreden, weil ich habe in diesen Einrichtungen gearbeitet, du hast in den Stationen, wo Geriatrie ist, hast du in erster Linie irgendwelche, ohne das abwerten zu meinen, Weißrussen am Arbeiten, irgendwelche Polen, irgendwelche, was immer. Du hast kaum Deutsche da am Arbeiten, also zumindest da, wo ich war, sehr, sehr wenig in der Pflege, zu katastrophalen Bedingungen, katastrophale Gehälter seit Jahren. Das Gleiche bei den Krankenschwestern. Ganz kurz unterbrechen. Also es liegt nicht daran, dass der Weißruss aus Weißrussland kommt und der Pole. Nein, weil der bereit ist halt zu machen für das Geld. Ne? Also erstens das, zweitens ist es das Problem, was ich sehe, ist neben einer vielleicht Nicht-Qualifikation, das möchte ich noch nicht mal sagen, dass viele, die dann kommen, in der deutschen Sprache nicht unbedingt, um es vorsichtig zu sagen, zu Hause sind und gerade die Elternpersonen auch mit Englisch nicht weiterkommen. Das heißt, auch eine Art von Isolation. Und ich gebe dir vollkommen recht, du hast so eine herzerbrechende Sprache, du redest Klartext, das gefällt mir sehr gut. Ich habe ja, wie du vielleicht weißt, auch mal in sehr vielen Seniorenheimen reinschauen dürfen, gerade Anfang der 2000er, und es war teilweise eine fürchterliche Situation. Ja. Ist so. Ja. Also gerade die sogenannten schützenden Stationen, wo die ganzen Demenzpatienten und so weiter liegen, ganzen fixierten Patienten, also Katastrophe, und es hat niemanden interessiert. Ja. Ne? Und jetzt auf einmal soll die ganze Gesellschaft schuld sein, wenn die sterben und so weiter und so fort. Also es ist einfach, macht mich halt skeptisch. Also gar nicht, dass ich jetzt die Riesenverschwörung hintersehe, aber es macht mich definitiv skeptisch. Mhm. Und hier war jetzt eben einer dabei, der geschrieben hatte, und dann können wir gleich mal gucken, der Matthias Roloff, der hat schon wieder was, genau hier, der hat geschrieben, die Toten durch Drogen, Übergewicht, ähnliches Sterben, mehr oder weniger eigene Entscheidung sozusagen. Jo, tue ich mich auch ein bisschen schwer. Also wir wissen alle, dass Adipositas-Patienten, da habe ich auch schon mit genug gearbeitet, ja auch nicht sich nur ganz freiwillig entscheiden zum zu viel Essen, sondern da ja auch auf psychische Schäden dahinter sind, Erlebnisse in der Kindheit und so weiter. Also es ist auch ein bisschen vermessen zu sagen, wir sind alle selber schuld. Und vor allem muss man ja sagen, dass wir wieder ganz hohe Zahl, was du ja auch schon gesagt hast in deinem Vortrag, von diesen Adipositas-Patienten und so weiter, auch wieder die sind, die an Covid-19 dann die schweren Verläufe haben. Also tue ich mich auch schwer. Und auch die Drogenkranken entscheiden sich meistens nicht selbst, dass sie sagen, yippie-yay, ich möchte gerne an Heroinüberdosis sterben, sondern da sind ja auch meistens Vorgeschichten da, warum die Menschen in die Sucht fallen und so weiter. So ist es. Und auch da entgegne ich, dass die Regierungen einen Scheißdreck tun, zu schauen, dass, nehmen wir mal, nicht die Drogen, sondern Alkohol sterben viel, viel mehr, macht die Regierung nichts, dass weniger Drogen, Alkoholtote gibt oder dass wir das verbieten oder sonst was. Jeder darf Alkohol kaufen mit 16 hoch und runter, wie er will. Interessiert kein Schwein, gesellschaftlich akzeptiert. Die ganzen Toten jucken niemanden. Also ja, nein, ich möchte doch nicht sagen, wir lassen jetzt grundsätzlich den Staat als Überwachungsorgan zu und alles wird reglementiert. Da würde ich komplett falsch verstanden sein. Ich möchte einfach die Selbstverantwortung, und das zählt auch, wie selbstverantwortlich gehe ich mit einer Virusinfektion zu.
SARS-CoV-2 ist ein Virus, der in dem Gesamtkonzert aller Viren jetzt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, vielleicht Jahrhunderten eine Rolle spielen wird. Ja, aber nicht mehr und nicht weniger. Und wir machen bei anderen Viren auch nicht den Shutdown. Also ich kenne zumindest keine Influenza-Pandemie, in der ich als Schüler nicht zur Schule gegangen wäre oder dass die Uni darunter gelitten hätte oder irgendwas anderes. Das gab es nie. Ja, ist so. Naja. Hast du weitere Fragen? Ich meine, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt unterbrochen gewesen sind. Nee, wir waren nicht so lange weg, aber ich werde es nachher trotzdem von der Aufzeichnung online stellen. Dann kann man es nochmal anschauen, wer möchte. Ich überlege gerade, ob ich noch Fragen habe. Vielleicht lass uns noch mal ganz kurz drüber sprechen. Gar nicht immer so über dieses sinnvoll, nicht sinnvoll, weil wissen wir alles nicht. Vielleicht diese Diskussion über die Aerosole, die jetzt gerade immer wieder aufkommt. Bist du da so ein bisschen im Bild? Hast du da ein paar Abhandlungen drüber gelesen? Weißt du mal, das ist ja das, was jetzt, also ich meine, dieser Lauterbach, den will ich ja gar nicht zitieren, weil das tut mir ja weh schon beim Zuhören, aber der so sinngemäß gesagt hat, ja, die stehen dann da ganz lang in der Luft und der Nächste, der durchgeht und so. Also gibt es denn da ein paar Abhandlungen, wo man wirklich mal irgendwo auf eine wissenschaftliche Arbeit Zugriff hat, wo man sagen kann, dass man das ein bisschen einschätzen kann? Also ich möchte es mal so formulieren. Wenn man den guten Streeck vorwirft, er hätte zu stark hochgerechnet, dann muss man sagen, wer mit Aerosolen arbeitet, draußen wie drinnen, und dann genaue Zahlen sagt, aus wie vielen Metern so ein Ding statistisch noch gefährlich sein kann. Also Aerosole sind ja letztendlich Wassertröpfchen, mit denen die Viren transportiert werden, die in aller Regel aus unserem Mund rauskommen. So. Und wenn einer eine feuchte Aussprache hat, dann ist die Anzahl der Aerosole natürlich höher, als wenn einer nicht rumspuckt. Und auch das muss man immer wieder sagen, durch Sport, wenn ich jetzt jogge, habe ich eine Mehratmung, aber diese Mehratmung ist im Vergleich zum Husten oder Sprechen vernachlässigbar, was die Freisetzung von Aerosolen angeht. Mhm. Und ich kann dir, also seriös, kann es letztendlich dir keiner sagen, wann bis wo irgendein Aerosol noch durch die Gegend fleucht. Ich meine, auch wenn, wie klein es auch immer sein mag, 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat ist die Erdbeschleunigung und auch das Ding wird irgendwann zu Boden gehen und dann vielleicht unwirksam werden. Es wird sich vielleicht auch durch Verdunstung dem Garaus machen, aber das wäre sowas von spekulativ, da jetzt Zahlen, dann möchte ich nicht auf einer Ebene lauter darstellen. Ja, ist so. Aber das finde ich halt definitiv eine Sache, die halt immer so als K.O.-Kriterium gerade aufgeführt wird, ne? Auch gerade in der Fitnessstudio-Diskussion. Ja. Bei Schweiß ist ja das Gleiche, ne? Also bei der Schweißgeschichte erinnere ich mich, habe ich ziemlich zu Anfang von der ganzen Geschichte, wo das so in die Medien kam, irgendwo gelesen von einer Wissenschaftlerin, meine ich, dass eben die Virenlast in Schweiß gar nicht so hoch wäre. Jetzt gibt es ja wieder Stimmen, die sagen, gerade im Schweiß wäre die Virenlast super hoch. Hast du da irgendwo mal eine Arbeit gefunden, die irgendwie wissenschaftlich, also eine Auswertung sich lohnt oder eine Betrachtung sich lohnt? Ich, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Es kommt natürlich, Schweiß ist ja letztendlich so eine Art modifiziertes Blutplasma. Also Schweißdrüsen nehmen das Blutplasma und sondern dann, das Natrium wird stark zurückgenommen, andere Dinge werden rausgelassen. Inwieweit jetzt die Schweißdrüsen ganze Konstrukte wie Viren rauslassen, ganz ehrlich, auch da bin ich überfragt, ist eine spannende Frage. Ich werde ihr nachgehen, wenn man sie denn sauber recherchieren kann, aber auch da könnte ich jetzt nichts zu sagen. Würde vermuten, ganz so einfach ist es nicht, dass das Virus aus der Schweißdrüse wieder nach außen als Schweiß mit abgegeben werden kann. Was ich zum Beispiel super spannend finde, und das sind halt immer Sachen, die ich so ja, direkt beurteilen kann. Ich hatte hier im Umfeld einige Leute, die Corona hatten, also die ich noch als Patienten kenne. Ja. Alles keine schweren Verläufe, also eher jüngere Menschen. Die eine ist so 50 rum, die andere noch sogar einen Ticken jünger. Und was ich brutal spannend fand, da haben sich nicht mal die Familienangehörigen angesteckt. Also das fragt man sich ja teilweise schon, ne? wie die in einem Haushalt leben, die lange Zeit nicht wussten, dass sie infiziert ist, Symptome relativ spät kamen, Infektion früher stattgefunden haben muss
und trotzdem weder die Kinder noch der Ehemann noch sonst. Also das ist ja schon beeindruckend teilweise, ne? Dass du solche Dinger hast wie in den Skigebieten, wo gefühlt fast jeder, der von dort nach Hause kam, irgendwie sich infiziert hatte beim Feiern. Und andere leben zusammen unter einem Dach, benutzen dieselbe Toilette, essen aus demselben Geschirr. Tausend Sachen, ne, wo Infektion stattfinden könnte und du hast die da nicht. Also schon spannend, ne? Da habe ich eine kleine Theorie zu. Einmal ist ja die relativ konstante Zahl von 80-85% derjenigen, die mit infizierten Personen in Kontakt kommen, aber nicht selber infiziert werden. Die ist ja bei allen dreien, die ich vorgestellt habe, relativ konstant. Das könnte erklärbar sein, zum Beispiel durch eine Kreuzimmunität. Das heißt, irgendein Coronavirus, wir haben ja viele, ganz viele von diesen klassischen Erkältungen, die wir im Winter haben, stammen von Coronaviren. Dass einer dieser Antikörper, die dort entwickelt werden, vielleicht auch für SARS-CoV-2 möglich sind, also Kreuzimmunität. Der zweite Punkt, das würde ja zunächst mal gegen Ischgl und Co. sprechen. Bist du Skifahrer? Ja, aber schon lange nicht mehr gewesen. Okay. Ich habe also keine dann Zeit für sowas dann leider. Sag ich dir mal, wie es in Ischgl zugeht, genauso wie St. Anton, da war auch so ein Hotspot. Da wird Ski gefahren und dann wird gesoffen und dann wird getanzt und dann wird nicht geschlafen und das geht dann über mehrere Tage. Das ist Sodom und Gomorra, sehr schön, aber in einer solchen Situation ist es relativ immunsuppressiv. Und das jetzt, könnte, wo du es sagst, erinnere ich mich auch an solche Events. Ja? Wisse, auch du warst mal jung. Und ich habe in meinem hohen Alter Elefantengedächtnis, ich kann mich auch noch daran erinnern, da geht es schon richtig ab. Und das könnte diesen Superausbruch, diese Superzelle letztendlich erklären. Okay. Du liest was, ich sehe es dir. Ja, ja, ich lese ja gerade noch, ob noch Fragen reinkamen. Der Arno fragt, wie schätzt ihr die Rolle der Medien ein? Da gehen wir lieber nicht drauf ein. Wir wollen ja weitersenden und nicht wieder rausgekickt werden. Wobei ich sagen muss... Arno, eine Antwort an dich. Ich habe es schon so ein bisschen angedeutet, was ich dazu halte. Also es gab ein schönes Ding, das lief als Bildchen viral, um beim Wort zu bleiben, über WhatsApp, dann siehst du ein Tagesschau-Schild und oben drüber steht, waschen Sie sich die Hände und darunter steht, für die Gehirnwäsche sorgen wir. Kennst du auch? Ich habe es gesehen. Also Arno, ich glaube, das beantwortet meinen Gedanken zur Funktion von Medien. Also ich halte mich in der Sache zurück, aber da habe ich auch eine kleine Story aus dem Umfeld. Ich habe nämlich hier einen Nachbar, der für die Presse arbeitet, und zwar Stuttgart irgendwo, ist ja egal, welches Blatt und so weiter. Und er hat mir schon erzählt, dass zumindest von oben jetzt nicht die große, also das ist jetzt keine Verschwörungsding, dass da irgendwie gesagt wird, du musst so und so berichten. Aber ganz klar kam von oben Druck, ey, die Leute, die wollen jetzt Information und die bieten wir, egal wie. Und was liest sich natürlich besser? Eher Sachen, die halt irgendwie Panik, Angst und so weiter, zumindest natürlich. Diese Anfangsphase. Ja. Und selbst wenn man jetzt mal völlig weg von der großen Macht irgendwo oder der Staat oder was auch immer, hast du definitiv finanzielle Interessen teilweise bei den Blättern, dass sie eben wirklich da weiter in die Kerbe reinhauen. Und du merkst ja auch dann jetzt, wie es so ein bisschen kippt, wenn so ein paar andere Leute ein paar andere Meinungen haben. Ja. Dann hörst du doch mal eine kritische Ding, die Statistiken aus Italien kann man so doch nicht sehen und ach, das Bild XY war doch gefaked und ne, so. Ja, darf nicht vergessen, wir haben... Presse halt. Ja, klar. Wir haben aber viele öffentlich-rechtliche Sender, die ja letztendlich politisch auch eine gewisse Verpflichtung des Gleichlaufes haben. Und ja, die Einzelmenschen haben mir schon sehr gut gefallen. Ne? Wir müssen zu Hause bleiben. Und dann wird natürlich auch immer gelobt, wie toll wir uns verhalten. Die Realität sieht anders aus. Ja. Und ich habe natürlich auch so ein bisschen ein Problem, ohne das zu sehr auszuweiten, jetzt mit dieser Maskennummer. Ne? Ja. Man hat noch vor ein paar Wochen erzählt, die Masken bringen nichts. Und jetzt plötzlich müssen wir alle mit Masken. Du wirst ja schon angefeindet, wenn du irgendwo versehentlich in die Tankstelle reinläufst, weil du es vergessen hast. Das passiert mir so gefühlt jedes Mal, dass ich irgendwie so reinlaufe und dann kriegst du schon den hasserfüllten Blick von den ganzen Menschen da drin irgendwie, wie du jetzt hier als Querulant ohne Maske rumlaufen kannst. Ja, und natürlich. Haben sie ja geschickt eingefädelt. Es geht ja nicht um mich, weil die Maske schützt ja nicht mich, sondern ich bin ja das Schwein, was dann alle ansteckt, wenn ich da ohne Maske reinlaufe und so.
Also da tue ich mich ein bisschen schwer. Und jetzt hat mir gestern einer geschickt, das fand ich ziemlich geil, wo der Söder im Januar wohl gesagt hat, alle, die sagen, der Virus wäre gefährlich, sind Verschwörungstheoretiker. Als noch das RKI und alle gesagt haben, es besteht keine Gefahr und alles ist easy. Ne? Aber du, sei es drum, lass uns das Politische aufhören. Das führt auch zu nichts. Ich muss noch ganz kurz schauen, es war noch eine Frage, beziehungsweise der Adam, der wirklich auch immer tief im Thema drin ist, hatte was gemeint. Aerosole, ja, ein Thema. 10% des Infektionsweges, Schweiß, kein Thema. Aerosole sind ein Thema. 10% der Infektionsweges, meinte er. Er liest eben auch sehr viele Geschichten, sehr viele wissenschaftliche Abhandlungen. Schweiß, kein Thema, Ausrufezeichen, liegt ganz einfach an den vornehmlich befallenen Zellen. Infektion im Haushalt, also wahrscheinlich meint er damit, dass eben dieser Virus sich ja hauptsächlich in der Lunge abspielt. Nein, also da darf ich dem lieben, ich weiß immer nicht, wie er heißt, aber... Adam heißt er, du darfst gut, gerne Adam. Jedem widersprechen. Auch ich widerspreche ihm regelmäßig. Nein. Wir haben gesagt, die Viren nicht nur intrazellulär, wir haben sie auch im Blutplasma. Und in dem Augenblick ist die Frage, kann ein Virus mit einer Proteinhülle über die Schweißdrüsen nach außen abgesondert werden? Eine Frage, die ich zunächst mal mit einem klaren Jein beantworten würde, aber die Wahrscheinlichkeit halte ich nicht für so hoch. Insofern gebe ich Ihnen recht oder dir recht, keine Frage. Und die 10%, ja mein Gott, wo sollen die herkommen? Wo sind denn die 90%? Rotzen sie sich gegen, um es mal vulgärsprachlich zu sagen, rotzen sie sich ins Gesicht? Natürlich, das allermeiste der Infektionswege ist über Aerosole. Wie soll es sonst funktionieren? Das ist, wenn es eine Mann-zu-Mann-Übertragung ist, dann sind es Tröpfchen und Aerosol und Tröpfchen ist eine Frage der Dimension, ganz einfach. Der Arno meint jetzt gerade, da habe ich auch eine klare Meinung dazu, vielleicht freuen sich die Virologen, dass sie endlich im Schattendasein hervorgehoben werden und so weiter. Mag sein, aber ich glaube, sie wissen dann nicht, was sie da tun, weil jetzt ganz ehrlich mal, den Preis, den so ein Drosten da bezahlt für seinen Fame, den er jetzt gerade hat, für seine Berühmtheit, ja, das ist ja, also da könntest du mir alles Geld der Welt bezahlen, ich möchte mit ihm nicht tauschen. Also selbst wenn man jetzt davon ausgeht, der Bill Gates hat ihn bestochen mit Millionen oder sonst was, selbst wenn man von sowas ausgehen würde, dann hat er keinen Spaß, weil guck mal, wie viele Feinde der sich jetzt gemacht hat, wie viele jetzt eben aus welcher Ecke auch immer, der kann sich ja gar nicht mehr frei bewegen. Der ist ja über Nacht so berühmt geworden, das will kein Mensch. Also Nein. Kann ich mir nicht vorstellen, weil den Preis, den du dafür bezahlst, so viel Geld kann ihm gar keiner bezahlen. Meine Meinung. Also, da muss ich jetzt denjenigen, die Drosten und Co. angreifen, vollkommen widersprechen. Drosten hat das getan, was er als Virologe zu tun hatte. Er hat beschrieben, er hat Modelle gebaut, ob sie jetzt immer vernünftig modelliert waren, kann man diskutieren, aber er hat virologisch richtig gehandelt. Das heißt, die Politik darf sich nicht auf ein einzelnes Fachdisziplin zurückziehen und sagen, unser ganzes Handeln wird jetzt in einer Phase X von einem Virologen bestimmt. Da hätten Psychologen, da hätten Ethiker reingemusst, da hätten Ökonomen reingemusst, ganz viele Leute, die dann letztendlich ein gemeinsames Statement liefern. Und deswegen würde ich alles machen, nur nicht irgendeinem Virologen irgendeinen Vorwurf machen. Nö, bin ich auch weit weg von. Was ich allerdings zum Beispiel noch ein spannendes Thema finde, ich glaube, das hast du, hatten wir auch drüber gesprochen. Es wurde am Anfang ja von den Medien auch sehr viel so in die Richtung geschrieben, dass die Betroffenen ganz schrecklich ersticken und es fühlt sich an wie Ertrinken und ganz furchtbar und so, wo dann ja auch einige, hilf mir ganz kurz, wie heißt Palliativmediziner sich gemeldet haben, die gesagt haben, ey, wir haben heute so viele Möglichkeiten, auch bei so einer Erkrankung ein würdiges Sterben zu ermöglichen und dass eben gerade dieses immer beatmen und immer bis ans Letzte gehen und so weiter, eben für die Leute oft menschenunwürdig ist und so. Ne? Ja. Also das ist auch ein Thema, was man in der ganzen Diskussion, glaube ich, echt nicht vergessen darf, dass wir ja mit den Leuten zum Teil Sachen machen, die dann zwar lebensverlängernd sind, aber mit welcher Aussicht? Ne? Also wie viel Prozent gehen da wirklich wieder raus? Ich habe dann auch gelesen, dass die Atemhilfsmuskulatur bei diesen gerade älteren Menschen, die intubiert werden, innerhalb von Tagen so massiv abbaut, dass die dann erstmal wieder nicht selber atmen können. Und was ich auch spannend fand, dass eine Klinik, die aus dem Ausland, gerade aus Italien, also eine deutsche Klinik, habe ich vorgestern einen Bericht gesehen, Patienten aufgenommen hatten, dass sie die nicht mehr intubiert gelassen haben, sondern versucht haben, die ganz schnell wegzuholen
und wieder eben mechanisch von außen zu beatmen und eben wieder zurückzuführen, weil die gesagt haben, dass sie eben mit diesen beatmeten Patienten eine viel höhere Sterberate haben. Also es sind ja auch Sachen, die jetzt so langsam erst aus der Erfahrung bewusst werden, ne? Dass gerade dieses invasive Beatmen auch viele sozusagen das Leben gekostet hat. Und ohne Vorwurf, meine, wir machen ja gerade hier alle erstmal neue Erfahrungen mit diesem Virus. Aber das ist schon, wie du sagst, du kannst halt nicht immer, und das war auch so, da hat der Arzt ganz klar gesagt, wir haben uns halt drauf verlassen, was wir aus China gehört haben. Und haben erstmal so losbehandelt, wie es die Chinesen halt irgendwie so in ihrem Standardprozedere drin hatten und haben dann erst angefangen, selber zu denken. Und genauso habe ich letztes Mal schon erzählt, die Klinik hier mit der mit dieser immunsuppressiver Therapie, weil sie halt gemerkt haben, das Immunsystem reagiert das gar nicht, dann reagiert es völlig über und haben dann gute Erfolge gehabt, es dann wieder runter zu regulieren und so. Mhm. Wir sammeln ja gerade erst Erfahrungen, was das Ganze angeht. Und das Gleiche ist ja mit den Virologen. Deshalb, wenn du halt nur einen fragst... Aber das ist eigentlich ein kleines Einmaleins für Notfallmediziner. Also ich glaube, da gibt es in der Richtung noch nicht allzu viel Neues, was man da sammeln konnte. Ja, also, was jetzt in den letzten Tagen rausgekommen ist, die Embolie, das ist natürlich ein Aspekt, den muss man unbedingt ins Auge halten. Aber dass so eine invasive Beatmung zu hohen Komplikationsraten und zu relativ vielen irreversiblen Schäden führt, das ist bekannt. Was ich von einem Interview gehört habe, tatsächlich hier von dem Leiter der Helios-Kliniken hier um die Ecke, dass eben die Beatmungsdrücke so brutal hoch sind. Also dass sie teilweise bis zu Lungenrissen hatten und sowas, wo der dann gesagt hat, das kenne ich so von Grippe nicht, dass so hohe Drücke gefahren werden müssen. Also dass da wohl schon Unterschiede sind, dieses Fibrosieren der Lunge und so weiter. Also es ist schon ja auch auch Neuland. Ne? Das Problem ist, du guckst auf die Sauerstoffsättigung und kriegst mit, das Ding kommt nicht hoch. Und da kann man natürlich zwei Dinge tun, den Druck erhöhen oder nachdenken. Und hätte man jetzt eine Hyperbolisierung, dann hätte man unter Umständen den Embolie hindern können bzw. beseitigen können. Wenn man es halt weiß, ja. Ja. Wenn man es halt weiß. Und was die ja auch alle beschreiben, dass die Patienten sich so schlagartig verschlechtern, ne? Um mal ein bisschen so im medizinischen Sinne, dass die so reinkommen und eigentlich noch ganz gut aussehen und dann machst du Sauerstoffsättigung und merkst, fuck, der ist ja eigentlich schon in einem Bereich, wo der fast schon beatmet gehört, ne? Und ja, nur noch relativ gut drauf. Das ist ja relativ einfach. Wenn ich plötzlich einen Thrombus sich in eine große Lungenarterie reinsetzt, dann läuft da nichts mehr. Das ist, als wenn ich dir den Hals zuhalte und du sagst, kann ich gar nicht verstehen. Eben war noch lebendig und nach 3 Minuten ist der tot. Ja, das geht natürlich dann ganz plötzlich, wenn der Thrombus sich in der Peripherie löst, hochkommt und dann ist der erste Weg übers rechte Herz in die Lunge rein. Mhm. Und wenn dann eine Lungenarterie betroffen ist, dann ist dieses gesamte Gebiet nicht mehr im Gasaustausch beteiligt. Und das kann tödlich, ganz schnell tödlich sein. Ja, ja, klar. Also spricht auch wieder für diese Theorie, dass halt diese Thrombozytenbildung da ein Thema ist, ne? Nicht die Thrombozyten, die Thrombozyten ist auch so was Ähnliches, ja. Der Adam lacht, ist gut. Solange er noch lacht, ist gut. Virologen. Der Thilo hat gerade noch gefragt, wie du das siehst mit Belastung und Masken. Also ich habe dazu auch eine klare Meinung. Aber gerne du erstmal. Also ich hab insofern wahrscheinlich eine Sonderstellung. Ich habe sehr viele pulmologische Patienten bei mir, also sprich mit COPD, da arbeite ich schon lange mit. Und die können die Maske nicht tragen. Also die sind von der Maskenpflicht auf jeden Fall befreit. Und wir haben einige andere, die das nicht können. Ich halte die Abstandsregelung für eine wesentlich sinnvollere Geschichte als das Tragen von Masken im Training. Es ist schon schlimm genug, wenn man die Maske, wenn ich sie jetzt auf hätte, würde ich mich unwohl fühlen, wenn ich dabei mit trainieren muss. Auch wenn ich im Aerobereich bin, dann ist das keine Wonne. Das sollte man wirklich überdenken, was man da macht. Ja, also ich habe auch, ich habe zwar allerdings, muss ich sagen, so eine Maske, die hat mir der liebe Stefan geschenkt. Liebe Grüße, Stefan, so eine FP2 irgendwas, also eine, die dich sogar theoretisch selber schützt, weil ich auch das in Frage stelle, weil du merkst selber beim Atmen, wie die Luft überall reingezogen wird, nur nicht durch die Maske. Und die macht so einen hohen Widerstand, dass ich selbst von so 10 Minuten zum Tanken merke, wie ich zu viel Schadstoffe einatme, also zu viel eigene Ausatemluft wieder einatme. Also du merkst, wie du wirklich eine
bevor ich mich jetzt wieder verplapper, eine Kohlenstoff hilf mir, Monoxidvergiftung also bekomme. Als Fachbegriff haben wir es eine Hyperkapnie, also eine zu hohe Kohlendioxidkonzentration im Blut. Genau, und das merke ich sofort. Und mir tun immer die Leute leid, die hinter der Theke stehen und den ganzen Tag eine aufhaben. Ja. Die haben die meistens diese Brillen auf, diese ja. wirklich durchlässigeren. Ja. Aber mal abgesehen noch von zu viel Feuchtigkeit, die du mit reinnimmst, Bakterien, die sich da ansammeln und. Aber das ist für die Leute, die echt den ganzen Tag damit arbeiten müssen, echt eine Qual. Da empfehle ich jedem, meinem Lieblingssatiriker Nur, der hat vor kurzem ein wunderbares Statement abgegeben zu Maske und Merkel. Und, so. Und was echt krass ist zum Thema nochmal, du hast ja vorhin auch die Sozialgeschichte angesprochen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben und so weiter. Es ist abartig. Du gehst einkaufen in deinem Dorf, wo ich wirklich hier jeden kenne und du erkennst keine Sau, gell? Ja, stimmt. Und ich würde behaupten, ich bin jemand, der so von Gesicht, kann mir Gesichter gut merken, ich vergesse Menschen nicht mehr, Namen oder so, ja, aber so Gesichter, wenn ich mit einem mal gesprochen habe und ich gehe einkaufen und ich erkenne kein Schwein. Du bist wirklich mit dieser Maske isoliert, ne? Und wie das erst den Alten gehen muss, die dann wirklich so eh schon ein bisschen Schwierigkeiten haben mit Gesichtern erkennen und so und die ganze Mimik und so weiter, es ist brutal, ja. Ist echt brutal. Und du siehst auch keine Stimmungen mehr. Ne? Du hast dein Gegenüber natürlich. Null Idee, ist der gut drauf, schlecht drauf, du siehst nichts. Also es ist wirklich brutal. Und ja, jetzt kann man sagen, das kann man mal eine Zeit lang irgendwie akzeptieren und so und das ist halt für den Virus alles schlimm, aber es ist schon, das macht was mit den Menschen, definitiv. Es verändert eine Gesellschaft auch. Und meine Tochter, ich merke es bei meinen kleinen Kindern, ne? Meine Tochter ist jetzt ja knapp 3, du hast ja, wir haben ja im Vorfeld sie ja, bevor wir live gegangen sind, habe ich sie auf dem Schoß gehabt, du hast ja gesehen, die versteht ja da oft die Welt nicht, ne? Ja, also wenn wir unterwegs sind, was das soll mit den Masken und Papa, warum hast du das Ding im Gesicht und so. Ja. Meine noch kleinere mit neuem, erkennt mich nicht, die schaut mich dann die ganze Zeit an und weint und so. Also es ist schon nicht ohne, was wir mit diesen Masken da machen, ne? Also das ist ja nicht nur jetzt und deshalb für sehr fragwürdige, also aus der Logik kann ich mir schon vorstellen, wenn ich huste und dass dann etwas weniger Verteilung von Aerosolen irgendwie stattfindet. Aber den Preis, den wir dafür bezahlen, ist schon nicht ohne, ne? Also ist schon. Ja, aber das richtige Husten in die Ellbeuge kann man ja auch hinkriegen. Ja. Und dann eine Sache, die ich auch noch ganz kurz thematisieren. Ich gucke nur gerade Fragen, ist jetzt nichts so Spannendes dabei oder ich habe es überlesen, gerne nochmal stellen oder irgendwo so Copy-Paste, wenn ich was vergessen habe. Was ich nochmal auch interessant finde, ich habe einen interessanten Artikel gelesen die Tage, wo es darum ging, dass unser Immunsystem eben darauf ausgelegt ist, dass wir uns ins Gesicht fassen. Ne? Und dass das auch dazugehört zu unserer Immunabwehr, dass wir eben uns ständig irgendwo was einsammeln und eben uns auch zuführen in geringer Dosis, um das sozusagen als Sparring zu haben und gesund zu bleiben. Und da hacke ich immer wieder drauf rum, dass ja diese ganzen Patienten auch, die ich immer hatte, die dann so an 1000 Allergien leiden und alles haben, immer diese Kinder waren, die irgendwie 60er, 70er, 80er Jahre so alles, ich nenne es immer Sakrotan-Generation, wo alles desinfiziert wurde und ja nicht und bloß nicht und was weiß ich was. Das sind ja nicht gerade die gesunden Menschen, sondern die gesunden sind die, die Erde gegessen haben, übertrieben. Also, ja? Jetzt muss ich, du hast ja den Reiz der späten Geburt. Ich bin aus den 50er Jahren geboren. Also die Kinder der 60er Jahren, das waren Dreckskinder, die haben draußen auf der Straße gelebt. Ich gehöre dazu, deswegen geht es mir auch so gut. Ja, das ist so. Und ich meine, ich habe von diesen ganzen Virenthemen null Ahnung. Das gebe ich auch zu, ist nicht mein Thema, interessiert mich nicht, muss ich mich jetzt ein bisschen mit befassen. Aber natürlich, wir sind jetzt gerade in den Fängen dieser Schulmediziner, sage ich jetzt mal, gegen die ich auf anderer Ebene, die ich bestens kenne, Arthrose, Rückenschmerzen und so weiter, seit Jahren weiß, was die mit den Menschen machen. Seit Jahren kämpfe ich gegen diese klassische schulmedizinische Meinung, sofort Bandscheiben operieren, Hüft-Tap von vorne bis hinten, jederzeit rein und so weiter. Und da bin ich natürlich auch in einer gewissen Skepsis, ja, dass die Typen, die jetzt gerade am Ruder sind aus dieser Virengeschichte, halt auch die typischen sind, die halt nur in Impfung denken, die nur in Desinfizieren denken, die nur in schulmedizinisch, wir müssen alles töten denken, wo es sicher noch eine gewisse Ding dazwischen gibt, ja. Da bin ich natürlich auch skeptisch. Jetzt muss ich da ein bisschen dämpfend einschreiten. Mach das gerne. Rette mir den Arsch raus. Das ist nicht die Schulmedizin, das stimmt nicht. Okay. Also eine Schulmedizin ist eine hochdenkende Medizin.
Und eine klassische Schulmedizin wird nicht jedem Arthrosepatienten sagen, da muss eine TAP rein. Wirklich nicht. Es ist, nein, es ist nicht schlimm. Begrifflichkeit ist verkehrt. Es ist vielleicht die Gier Einzelner, die dazu führt, dass zu viel operiert wird. Und es ist auch keine klassische Schulmedizin, die sagt, lass die Kinder nicht mehr impfen. Für mich ist das wirklich ein Verbrechen an Menschen. Insgesamt, wenn man auf alle Impfungen verzichtet. Ja, ich bin kein Impfgegner, nicht falsch verstehen. Meine Kinder sind. Aber ich möchte natürlich gerne entscheiden. Also wenn jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, in einem halben Jahr einen Corona-Impfstoff auf den Markt zu bringen, dann möchte ich ganz gerne hinterfragen, ob der jetzt nach der kurzen Testphase sicher ist. Das Recht nehme ich dann schon raus. Das auf jeden Fall. Das werde ich auffragen. Ja, auch nicht. Ansonsten wäre ich durchaus auch bereit, mich impfen zu lassen. Mein lieber Freund, wir haben jetzt 18.10 Uhr Ortszeit. Ich muss nochmal weg. Wir haben 70 spannende Minuten gehabt. Wenn du einverstanden bist, dann sage ich jetzt, wenn du nicht noch eine unglaublich spannende Frage hast, tschüss und freue mich, wenn wir irgendwann hoffentlich zu erfreulicheren Dingen nochmal gemeinsam diskutieren. Der Adam hat gerade noch eine Frage gestellt, die ich aber relativ einfach zu beantworten finde, aber vielleicht hast du eine andere Antwort drauf. Ob du ein Konzept hast für die, also ein extra Konzept hast, hygienemäßig für die 65 plus. Aber ich sag mal so, wenn man mit Menschenverstand desinfizieren, Abstand und so weiter, dann sollte das auch für die Risikogruppe ausreichen. Ich meine, du hast ja bei dir krasse Risikoleute, mit denen du arbeitest, ne? Ich habe sie im Mittel da, aber ich möchte den Risikofaktor Alter nicht überbewertet wissen. Ich glaube, dass wenn man es sauber, statistisch sauber bereinigen könnte, würde das Alter per se nur eine geringe Rolle spielen. Mhm. Der Punkt ist, mit die Kofaktoren, mit dem Alter, es ist bei vielen Menschen so, dass andere Risikofaktoren sich auch auftun und tummeln. Und deswegen, ich bin jetzt 63, gehöre dann also fast schon zur Hochrisikogruppe und ich mache mir wirklich absolut keinen Kopf. Das heißt nicht, dass ich nicht glaube, dass ich SARS-CoV-2 nicht als Infektion bekomme, aber ich bin relativ sicher, ich könnte es gut überleben, wenn der Mediziner das Richtige macht, sprich reparieren unter Umständen und dann warten, bis alles vorbei ist und symptomatisch halt behandeln. Mhm. Gut, jetzt hat gerade noch ein Ding, das will ich noch kurz vorlesen, vom Jens Petri. Hi Jens, der geschrieben hat, im Handwerk alles Standard, Ausrufezeichen, schleifen, lackieren, Abbrucharbeiten mit Maske, ohne Maske, wenn es sein muss, 10 Stunden am Tag. Da hat er natürlich auch recht, ne? Es gibt natürlich genug Berufsgruppen, die schon seit Jahren mit ihren Masken hoch und runter arbeiten und auch nicht sterben. Vielleicht sollten wir es also auch nicht. Jetzt fangen wir mal an, in Dinge reinzugehen, über die ich keine Ahnung habe. Wenn es Berufsschutz gibt, dann müssen diese Gruppen aber auch entsprechend zwischendurch Möglichkeiten haben, die Maske abzuziehen. Aber da kenne ich mich absolut nicht aus und das wird jetzt also ein bisschen so langsam plätschern. Ja, aber der Jens kennt sich aus, der hat eine Baufirma, also nicht nur Fitnessstudios, sondern Baufirmen und gut. Stimmt schon, ich habe auch mal früher tatsächlich bei meinem Opa viel auf dem Bau geholfen und da hast du schon je nach Arbeiten auch mit Maske den ganzen Tag. Und da ich auch immer nur Drecksarbeiten hatte, habe ich das auch gelegentlich. Mhm. Dreckskinder, Drecksarbeiten, jetzt reicht es auch mit Drecks heute. Klaus, ich würde auch sagen, wir sind soweit durch. Ich fand es wie immer spannend. Wir haben doch eine Menge gequatscht. Nochmal Abschlussappell an alle Studiobetreiber, bemüht euch in allen Möglichkeiten mit Menschenverstand, die Dinge so zu gestalten, dass wir nicht irgendwie nachher mit dem Finger auf uns gezeigt wird, sondern dass wir hoffentlich bald einigermaßen mit vernünftigen Möglichkeiten wieder mit den Menschen arbeiten dürfen, denn sie brauchen es. Ja. Auch ich merke, dass mein BMI, und zwar nicht wegen Muskelwachstum, auch hier zunimmt, umso mehr ich zu Hause hier rumhänge. Also das wird anderen Menschen ähnlich gehen und ich glaube, die sollten wieder in die Studios. Das würde allen gut tun, die da regelmäßig hingehen. Und deshalb hoffen wir, dass es da bald weitergeht. Und Adam, an dich. Du bist einer vom Fach und fast auch schon Risikogruppe, wie du selber sagst. Auch BMI-technisch. Auch wenn du ein paar Muskeln hast, Klaus, weißt du jetzt nicht. Du kennst den Adam nicht. Aber nein. Adam, von dir erwarte ich jetzt eigentlich mal so eine Videokampagne in 8 Wochen aus der Risikogruppe. Live mit Adam. Wir freuen uns auf dein Video, Adam, auf deine Videoserie. So, und jetzt gehen wir auch raus, Klaus. Ich danke dir herzlich für deine Zeit wieder.
Ich hoffe, dass wir nicht mehr so oft online was machen müssen, sondern dann wieder offline. Und wir beide machen dann ein paar schöne Studien zusammen zu Themen, wo wir uns richtig auskennen. Arthrose, eins nach dem anderen. Kommt alles wieder. Ich bin sicher. Schönen Gruß an alle, die so lange noch zugehört haben. Macht's gut. Ja, danke fürs Zuhören. Macht's gut, ihr Lieben. Bald. Ciao, ciao. Schönen ciao. Sonntag. Und schönen Muttertag an alle Mütter noch. Das haben wir, glaube ich, nicht gesagt. Tschüssi, ihr ciao. Lieben. Ciao.